Ein intensiver Prozesstag heute. Viele Zeugen sind gehört worden aus der Synagoge damals, die dabei waren, als Stefan B. das Gotteshaus angegriffen hat. Unter anderem Max Priworski. Er ist der Gemeindechef in Halle seit 20 Jahren und hat hier zwei wichtige Sachen gesagt. Das eine ist, er fühlt sich viel mehr zu Hause in Sachsen-Anhalt und in Halle seit diesem Anschlag, weil er die große Solidarität gespürt hat nach dem Anschlag. Er hat unter anderem genannt das Gedenken auf dem Marktplatz, aber auch an der Synagoge. Das Zweite, was er gesagt hat, ist seine Erklärung dazu, warum er überhaupt als Nebenkläger hier auftritt. Er hat gesagt, er möchte, dass das aufgeklärt wird, sauber. Und er vermutet unter anderem, dass es nicht sein kann, dass die Eltern nichts geahnt haben von den Anschlagsplänen ihres Sohnes. Ausdrücklich hat er gesagt, es kann doch gar nicht sein, dass ein damals 27-Jähriger bei seiner Mutter wohnt und die nicht ahnt, was der da tut. Stefan B. hat ja viel Zeit im Internet verbracht und gleichzeitig auf dem Grundstück seines Vaters an Waffen gebaut. Er hat hier zu verstehen gegeben, er glaubt nicht, dass das nicht aufgefallen sein kann. Jetzt werden noch weitere Zeugen befragt. Morgen geht es auch weiter mit Betroffenen, unter anderem des Kiezdöners.